Mein Name ist Irina Frank und willkommen zu einem weiteren Retusche-Tutorials. Das Thema heute ist Haarretusche. Bevor wir anfangen zu retuschieren, möchte ich gerne zeigen, auf was man bei der Haarretusche achten soll. Ich erstelle eine leere Ebene, damit ich drauf malen kann. Und schauen wir uns die Haare an. Bei der Haarretusche soll man auf die fliegenden Härchen achten. So wie das da hier oder das da. Dann gibt es noch Querhärchen. Die sind meistens ziemlich hell und sehr gut zu sehen. Man erkennt die ganz einfach. Die Haartextur geht so, wie wir sehen, und die liegen eben quer. Dann gibt es solche Stellen, wo die Haare nicht akkurat liegen. Und noch ein letzter Schritt, das ist die Form. Also man muss dann aufpassen, dass die Form gut aussieht. Nun fangen wir an zu retuschieren. Als erstes werde ich die fliegenden Härchen retuschieren, um die Frisurkontur zu verbessern. Ich erstelle eine leere Ebene und nenne die fliegenden Härchen. Okay, ich aktiviere den Kopierstempel. Der Aufnahmebereich aktuelle und darunter liegende Ebene. Der Kopierstempel sollte ganz weich sein und ich male einfach drüber. So, nun bleibt noch diese Stelle hier und wir sind fast fertig. So. Jetzt habe ich alle Härchen übermalt. Noch ein Tick hier und hier, das habe ich noch verpasst. Okay. Jetzt füge ich eine schwarze Maske hinzu, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte und das Maskensymbol hier unten klicke. Ich nehme einen Pinsel, weiße Vordergrundfarbe. Die Härte des Pinsels sollte ähnlich sein wie die Haarkonturhärte, vielleicht ein bisschen weicher. Die Deckkraft 100% und ich male jetzt drüber, über die Härchen. So, das sieht ganz gut aus. Und jetzt zu unserem nächsten Schritt. Als nächstes werden wir die Querhärchen retuschieren. Dafür werde ich die Frequenztrennungsmethode benutzen. Ich erstelle zwei Kopien von allen Ebenen. Die untere Ebene nenne ich Farbton und die obere Textur. Ich schalte die Ebene Textur erstmal aus und aktiviere die untere Ebene Farbton. Nun gehe ich Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Ich stelle erstmal den Radius auf 0. Ich wähle einen Radius aus, der so hoch ist, dass ich keine einzelnen Haare erkennen kann.
So, ich verschiebe den Radiusregler nach rechts und schaue mal, was passiert. 10, das ist schon besser. Ich denke, noch ein bisschen mehr. 12, ja, das sieht schon gut aus. Und ich klicke auf OK. Nun schalte ich die Ebene Textur wieder an, aktiviere diese und gehe auf Bild, Bildberechnungen. Als Ebene wähle ich unsere Farbton-Ebene. Mischmodus. Addieren. Skalieren 2, Versatz 0 und Umkehren anklicken. Nun klicke ich auf OK. Der Modus für diese Ebene ist lineares Licht. Nun packe ich diese zwei Ebenen in eine Gruppe und nenne die Gruppe Frequenztrennung. Mit dieser Methode können wir jetzt die Texturen getrennt von den Farben bearbeiten. Ich fange mit der Texturen an. Ich aktiviere die Ebene Textur, nenne den Kopierstempel, zoome ein bisschen mehr heran, nehme einen Kopierstempel, Aufnahmebereich, aktuelle Ebene und vorsichtig retuschiere die Härchen. Man sollte immer Richtung Halsstruktur malen. Solche Stellen wie diese werden wir ein bisschen später bearbeiten. Ich zeige, wie das funktioniert.
Nun habe ich ganz grob alle fliegenden Härchen retuschiert. Man kann klar viel besser machen, aber ich will nicht, dass mein Video jetzt stundenlang dauert. Und wir gehen zum nächsten Problem. Das sind solche Haarlücken. Die werden wir gleich schließen. So, wir werden das mit der Hilfe von einem Kopierstempel auch machen. So, der Kopierstempel mache ich ganz klein. Und ich male über diese Haarlücken. Ich male kleine, dünne Härchen. Und so male ich immer wieder drüber und schließe die Lücken. So ganz vorsichtig immer passende Stelle zum Kopieren aussuchen. Die Bereiche wechseln, um die Wiederholungen zu vermeiden. Nun aktiviere ich die Ebene Farbton. Auf dieser Ebene werden wir die Schatten und die Lichter gleichmäßiger gestalten. Ich nehme einen Mischpinsel, ändere die Einstellungen. Hier ist 20%, 30, 30, 80, hier ist ein bisschen weniger als 70%. Und ich male über die Haare da, wo ich die Übergänge gleichmäßiger haben möchte. Hier auch. Ups, das war zu viel. Ein bisschen kleiner Pinsel nehmen. Das will ich so nicht haben. Und hier vorsichtig auch. Hier ein bisschen mehr abdunkeln. So, das sieht schon besser aus. Schauen wir uns, was wir gemacht haben. Stopp. Schauen wir uns an, was wir gemacht haben. Vorher und nachher sieht schon besser aus. Dadurch, dass ich den Mischpinsel benutzt habe,
wirken manche Stellen nicht mehr so richtig scharf. Deswegen will ich paar Texturen mehr einfügen. Ich erstelle eine neue leere Ebene als Schnittmaske, nenne die Härchen, als Schnittmaske zur Texturebene, nehme einen Pinsel, ganz normalen Pinsel, und male ein paar Härchen noch mit heller Farbe. Hier auch noch ein paar. Hier auch. Überall, wo die Texturen zu weich aussehen. Nun gehe ich Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Stelle den Radius auf 0 und verschiebe nach rechts und gucke, ob das genug weich jetzt wirkt. So, ich finde 0,5, 0,8, 0,7, so 0,7 Pixel ist gut. Ich klicke auf OK. Nun gehe ich Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen und füge ein bisschen Rauschen hinzu. So wirklich ein bisschen, 1%. Nun füge ich zu dieser Ebene eine Maske hinzu. Nehme einen Pinsel, schwarze Vordergrundfarbe, die Deckkraft auf ca. 30% und entferne die Ecken. Schauen wir uns, was passiert. Vorher und nachher. Jetzt füge ich noch ein paar Schatten hinzu. Ich erstelle noch eine leere Ebene. Nenne die dunkle Härchen. Okay. Auch als Schnittmaske. Nehme wieder einen Pinsel, ganz klein. Diesmal aber eine dunklere Farbe wähle ich aus und male wieder drüber. Ich gehe wieder Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Ups, schade. Filter. Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Radius 0,7 Pixel hat dann vorher gepasst, deswegen bleibe ich auch bei 0,7. Ich klicke OK. Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. 1% war auch gut. Und klicke OK. Nun füge ich wieder eine Maske hinzu und verdecke die Ecken. Nun schauen wir uns an, was wir gemacht haben. Das war vorher und das ist nachher. Und nochmal vorher und nachher. Nun will ich die Highlights hier ein bisschen verbessern. Ich erstelle eine neue Ebene. Ich gehe Ebene, neue Füllebene, Farbfläche. Wähle weiße Farbe aus. Doppelklickt auf die Ebene und ich hole zurück die Schatten. So. Wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte,
dann kann ich diesen Regler halbieren. Und ich verschiebe noch ein bisschen die Hälfte von diesem Regler nach rechts. Nun klicke ich auf OK. Ich invertiere die Maske, STRG I, nehme einen Pinsel, weiße Vordergrundfarbe und male über die Highlights. Nun schauen wir uns vorher und nachher an. Das war vorher und das ist nachher. Was ich noch gerne machen würde, das ist, ich werde noch gerne die Form verändern. Ich erstelle eine Kopie von allen Ebenen, gehe Filter, verflüssigen. Und ändere ein bisschen die Form. Und letzter Schliff, ich erstelle eine leere Ebene im Modus weiches Licht, fülle mit 50% Grau, okay, und mit der Hilfe von Dodge and Burn verpasse ich den letzten Schliff. Das war Dodge and Burn. Und jetzt packe ich alle Ebenen, was wir gerade gemacht haben, zusammen in einen Ordner. Und schauen wir uns letztes Mal vorher und nachher an. Das ist vorher und das ist nachher. Und nochmal vorher und nachher. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.